Gut, gut, gut. Fackel hier. Machen wir mal hier die Fackel hin. Aber das hier noch alles ein bisschen. Ach, das machen wir dann mit Holz. Ich gehe jetzt erstmal raus, Bäume schlagen. Das machen wir dann mit Holz. Das heißt, wir machen uns hier mal schnell noch eine Axt. So. Und vielleicht noch eine Schaufel. So. Und dann gehen wir mal raus. Wie dick ist denn die Wand hier noch? Oh, da können wir noch ein ganzes Stück raus, hä? Ach ja, guck mal. Naja. Auf zur Baumjagd! So, und wir haben hier da volle Gesundheit erlangt. Oh, das ist aber ein Riesenbaum hier. Den fände ich noch nicht. Ich habe nämlich keinen Bock, da oben drin rumzuklettern. Aber ich finde es jetzt cool, dass auch seit dem neuen Update die Äste so quer rauswachsen. Das macht die Bäume ein bisschen größer und auch ein bisschen baumähnlicher, finde ich. So, so. Naja, genau. Und dann können wir auch mal gucken, dass wir Spinnenweben kriegen. Da können wir auch angeln. Das habe ich übrigens auch in meiner letzten Welt gerade getan. In der letzten Aufnahme. Huch. Da haben wir geangelt. Und da wollte ich heute mit weitermachen. Und dann passiert wieder so eine Scheiße. Naja. Steckst du nicht drin. So. Und dann schlagen wir hier fleißig die Bäume. Und lauschen der Musik. Saplings. Noch ein Haufen Saplings. Die müssen wir dann auch noch alle einpflanzen. So. Das ist immer das Schöne an Minecraft. Dass sich die Welt dann so schnell ändern kann, alles. Also wenn man dann mal hier am Ende dann mal ein Weilchen gebaut hat und erinnert sich dann zurück, wie es vorher ausgesehen hat. Das ist schon Wahnsinn, was man hier alles... Kommt da runter! Blödes Schaf. So. Naja. Ich bin mal gespannt, wie lange der Minecraft-Hype da noch andauert. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als würde er irgendwie nachlassen. Also bei mir zumindest nicht. Also ich werde das Spiel noch ein Weilchen spielen. Vor allem, weil ja auch immer mehr Möglichkeiten kommen, ne? Man kann ja schon quasi sein eigenes Spiel im Spiel erstellen. So. Komm, wir machen, dass wir die 64er voll haben. Und ich glaube, dann als nächstes müssen wir leider in eine Höhle reingehen. Denn nur da finden wir Eisen. Und wir brauchen jetzt schon ein bisschen Eisen, damit wir uns eine gescheite Rüstung machen können. Und wir brauchen vor allem Kohle, damit wir uns genug Baumaterialien machen können. Huch. So, her mit den Zeplings. Diese pflanzen wir natürlich gleich alle wieder ein. Das haben wir jetzt über den Baum nochmal mit. Und dann müssen wir uns die Bergbude da mal oben schön einrichten. Und hier, da müssen wir dann eh alles abroten. Denn hier habe ich ja, wie vorhin schon mal gesagt, geplant eigentlich, ja, so ein Bauernhaus hinzubauen. Vielleicht lassen wir den Baum stehen. Stehen, weil der sieht... Mir gefällt er irgendwie. Was war das? Irgendwo eine Höhle in der Nähe. Und dann, wir können es ja mal schon mal anreißen, irgendwie. Also ich habe mir dann überlegt, warte mal, da ist der Baum, dann lassen wir mal so ein bisschen stehen. Also jetzt nicht von der, unabhängig jetzt mal von der Größe von dem Bauernhof, aber schon so irgendwie so ein Gebäude hier hin zu klatschen. Huch, so. Apfel! Ich steck das nur mal so provisorisch ab.
Weg da. So. Ne, Moment, hier hin. So, und nach da hinten raus, dann schön, schön Feld und Kühe und was weiß ich. Was weiß ich. So. Jetzt haben wir mal hier die Saplings in die Erde. Denn Bäume können wir nicht genug haben. So, und da unten könnte es aber auch Eisen drin geben, oder? In so Höhlen manchmal. Da ist aber nichts drin. Mann, 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 die Framerate ist eigentlich konstant bei 50, 60. Aber irgendwie hakelt es trotzdem ab und zu. So, und wie viele Saplings haben wir denn schon gesammelt? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt müssen wir hier eigentlich alles noch begradigen dann für eben die Plantage. So. Boah, ich wollte die Kuh eigentlich mal verbrennen. Jetzt komm mal her. So. Oh. Arme Kuh. Boah, eben habe ich gedacht, ja. Das Huhn sah eben so gefährlich aus. So. Wo geht's jetzt gleich nochmal nach Hause? Ich weiß es gar nicht. Oh, Backe. Da habe ich ja schon wieder was entdeckt. Gleich mal eine Fackel hin. Hui, 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 hui. Krass. Also hier, die Welt ist ziemlich durchlöchert, muss ich sagen. Boah, da geht's schon gleich bis zur Lava runter. Ich habe da einen Enderman gehört. Da geht's auch rein. Boah. Ah, ich bin doch mal versucht, mich da jetzt mal runterzubauen. Hallo? Ah, Eisen! Wie konnte ich das übersehen? Wo rennt denn der Enderman da rum? Da drinnen. Ganz schön viel Kohle. Hallo? Sehr viel Kohle. Ja, hier die Blöcke muss ich noch abbauen. Sowas mag ich nicht, wenn die hier so rumfliegen. Das nehmen wir auch mal mit. Auf jeden Fall mal wieder krass eine Höhle hier gefunden. Oh, oh, verdammt. Das wollte ich nicht. Und Eisen. Jawohl. Mist. Eieieiei. Das ist ganz schön dunkel und schwarz, muss ich sagen. Nein. Nein. Komm mal hier rüber. Komm doch mal hier rüber. Komm. Du siehst mich doch, warum kommst du nicht hierher? Warte, ich hab eine Idee, ich mach hier so. Ah, jetzt hat er. Warum rennt er nicht in die Lava? Es wird auch schon wieder dunkel. Ich gehe schnell heim. Es ist schon dunkel. So. Auf jeden Fall wissen wir, wo wir an Eisen kommen.
So. Und wir hauen uns aufs Ohr. Ach ja. Ja, schön die Gliedmaßen ausstrecken und da ist es auch schon wieder Tag. So. Das hier, die sind auch erstmal durch. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Schliat hier mal ein bisschen was ab. So viel haben wir eigentlich gar nicht dabei. Ach komm, wir gehen jetzt da unten rein. Da könnten wir mal eine Tür reinmachen. Und dann gehen wir mal da unten rein, holen uns Kohle und Eisen. Und dann bauen wir hier weiter. Dann wird die Wand noch wertfertig aus Holz gemacht. Und ich glaube, hier würde ich dann... was mache ich dann da hin? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich da dann Dings hin. Cleanstones. Oder soll ich es komplett aus Holz? Ich glaube, ich mache dann Cleanstones hin, weil es ja eine Bergbude ist. Und dann wird ein Holzboden reingemacht, weil der Decke weiß es noch nicht so genau. Und hier müssen dann so Pflastersteine auf jeden Fall hin. Steinziegel. Ach, verdammt. Pass mal ein bisschen besser auf. So, jetzt gehen wir mal da rein. Huch. Bist du immer noch da drin, ey? Das gibt's doch gar nicht. Oh, da ist er ja, der Enderman. Und Eisen. Machen wir es mal so. So, also hier kommt erstmal nichts, da können wir in Ruhe das Eisen abbauen. So. Und auf jeden Fall brauchen wir Kohle. Da haben wir nämlich gar nichts mehr. Wir haben schon fast mehr Eisen wie Kohle. Als wie, ne? Scheiße, die Spitzhacke habe ich noch. Eine Spitzhacke habe ich natürlich nicht mehr dabei. Mist. Mistkacke mit der Spitzhacke. So. Können wir uns dann noch die Rüstung ein bisschen aufpeppen. Da oben ist Kohle. Her. Kuckuck. Wo ist der jetzt? So, auf jeden Fall muss das Skelett erst sterben. Oder wir gehen hier rein. Geh mal weg da. Ja. Da ist auch nichts. Da unten sind Creeper, aber die kommen nicht hier hoch. Ach geil, guck mal, voll die Schlucht. Ja, ihr könnt mich mal. Ich baue jetzt hier in Ruhe Kohle ab. Na, kommst du her? Ich glaub's nicht. Cool. Auf jeden Fall eine geile Karte, finde ich. Richtig cool. Mit den Löchern im Berg und so.